In einer McDonald's-Filiale wurde ein verschollenes Kunstwerk entdeckt. Die Filiale wurde in Magdeburg Anfang des Jahres geschlossen und dann fand man hinter einer Mauer dieses Wandgemälde. Das Bild zeigt eine Ernteszene mit gesundem Getreide. Oh, das müssen wir verdecken. Das Werk war über 30 Jahre verschollen und von dem DDR-Künstler Manfred Kant. Leider wurde das Bild an einigen Stellen durchbohrt. Hier ist ein tolles Kunstwerk. Perfekt! Immerhin soll das Wandgemälde jetzt restauriert werden. Und übrigens habe ich am Anfang des Videos absichtlich Magdeburg statt Magdeburg gesagt, damit ihr euch in den Kommentaren darüber aufregt und den Algorithmus pusht. Danke dafür.